Erasmus Plus hat bei uns schon eine relativ lange Tradition. Wir haben 2011 angefangen. Wenn ich einfach sehe, dass Schüler aus anderen Ländern da sind, die ja integrieren und andere Schüler, die jetzt nicht an diesem Erasmus Plus Programm teilnehmen, dass die auch auf diese Schüler zugehen und miteinander sprechen, dass die erstens die Schüler, die da sind, ihr Land vorstellen und dass die dann aber trotzdem, auch wenn sie dann zusammen irgendwelche Aktivitäten machen, dass die dann einfach miteinander ins Gespräch kommen und dann dadurch auch diejenigen, die nicht bei Erasmus Plus dabei sind, davon profitieren. Im Rahmen des Erasmus Plus Programmes gibt es auch die Möglichkeit zum individuellen Schüleraustausch. Also es können Schülerinnen und Schüler für 2 oder 3 oder gar 6 Monate einen Aufenthalt an einer Gastschule machen. Ich habe meinen Austausch wirklich toll gefunden. Ich war ja 2 Monate in den Niederlanden. Ich habe mich wirklich sehr gut mit meiner Gastfamilie verstanden. Ich war für 2 Monate in Spanien, in Finiana. Und für mich persönlich habe ich vor allem gelernt, einfach offen zu sein und auch auf die Leute zuzugehen und Fragen zu stellen, wenn man irgendwas nicht versteht oder wenn irgendwas unklar ist. Ich war für 2 Monate in der Niederlande, in Beekvliet, in St. Michael's Castle. Es ist einfach immer wieder schön zurückzudenken und ich würde es eine meiner besten Erfahrungen bis jetzt nennen, so schulzeitmäßig. Ich habe während der Zeit in Schweden mit meinen Schülern Online-Kontakt gehalten und auch mit der Schule und habe wochenweise die Unterrichtsmaterialien zugesendet bekommen, um sie zeitgleich nachlernen zu können. Wir machen ja auch diese Gruppenmobilitäten, die gehen meistens 5 Werktage, aber wir können das eben ergänzen durch diese herausgehobenen individuellen Mobilitäten und das ist eine große Chance. Und wenn man den Richtigen oder die Richtige findet, ist das ein großer Gewinn. Ich habe davor schon einige Male Austauschschüler gehabt bei mir daheim und habe mir gedacht, jetzt mal für 2 Monate jemanden aufzunehmen, ist vielleicht eine neue Herausforderung. Davor waren es immer nur 2 Wochen und das war einfach mal für mich interessant, irgendwie vielleicht auch nochmal eine neue Kultur kennenzulernen. Am Anfang haben wir einen Stundenplan festgelegt, welche Fächer wir haben wollen und welche nicht. Und wir hatten dann Fächer wie Niederländisch, Mathe, Englisch. Und in den Fächern außer Englisch wurde auch Niederländisch geredet. Das ist dann schon alles gegangen. Was auch noch ein wesentlicher Punkt war, ist, sie hatten alle Fächer in Spanisch, aber jetzt zum Beispiel auch mal Mathe oder Bio oder so auch in Englisch. Und dann hatte ich auch immer 1 bis 2 Mal in der Woche Spanischunterricht da und dann habe ich das eigentlich ganz gut gelernt. Und ich habe jetzt auch vor, im April nochmal runterzufliegen und sie eben zu besuchen und der Kontakt ist auf jeden Fall noch da. Ich arbeite am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung und wir sind für Erasmus Plus beratend tätig, unterstützen Schulen bei allen Fragen, die im Rahmen von Erasmus-Projekten auftauchen. Ich würde Schulen auf jeden Fall raten, ein Erasmus Plus-Projekt zu starten, im Rahmen einer strategischen Partnerschaft auch Langzeitmobilitäten unbedingt mit einzubauen. Die Kosten sind sehr überschaubar, Erasmus Plus finanziert unglaublich viel, die Erfahrungen sind vielfältig und unbezahlbar. Wir würden uns freuen, wenn viel mehr Schulen Erasmus Plus-Projekte starten würden und ihren Schülern solche tollen Erfahrungen ermöglichen könnten. Erasmus Plus Projekt kann ich echt jedem anbefehlen, weil das ist eine von den meisten Erfahrungen, die ich euch gemacht habe.